Ja, schönen guten Tag. Ich würde gerne eingangs vier kurze Bemerkungen machen. Zum einen zu Zypern, zum zweiten zum Thema Länderfinanzausgleich, drittens zum Verteidigungsminister de Maizière und viertens zu den Landratswahlen in Teltow-Fleming in Brandenburg. Zunächst zu Zypern. Die Einigung der europäischen Finanzminister, Sparguthaben unter 100.000 Euro nicht anzutasten, ist aus unserer Sicht eine Selbstverständlichkeit, denn sie entspricht der europäischen Einlagensicherung zum Schutz von privaten Bankkunden. Das Signal, was vor einigen Tagen ausgelöst wurde, wonach Kleinsparer mit 20.000 Euro Guthaben zur Kasse gebeten werden sollten, war verheerend und hat europaweit zu Verunsicherung geführt. Für die Linke reicht die Einigung, die in der letzten Nacht erzielt worden ist, bei weitem nicht aus, und sie ist auch alles andere als fair, so wie Finanzminister Schäuble das bezeichnet hat. Und dieser Plan wird zumindest keine langfristige Rettung für Zypern bringen. Ähnlich wie in Griechenland wird die Wirtschaft in Zypern extrem schrumpfen. Mit dem Rettungspaket ist keinerlei Strategie verbunden, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Es gibt keinen Wirtschaftsentwicklungsplan für Zypern, und damit wird das Trauerspiel von Griechenland fortgesetzt. Die Folgen sind absehbar: das Absinken der Wirtschaftskraft und damit auch das Absinken von eigenen Steuereinnahmen. Die Linke wird dieses Rettungspaket auch im Bundestag ablehnen. Zypern braucht eine wirtschaftliche Anschubfinanzierung, wie auch der gesamte Süden Europas. Anders wird die Krise nicht zu bewältigen sein. Und solange die Staatsfinanzen nicht von den Kapitalmärkten abgekoppelt werden, führt dies immer weiter zu einer Verunsicherung, zu sinkendem Vertrauen in die europäische Stabilität. Um es deutlich zu sagen, und das war offensichtlich die letzten Tage, das Krisenmanagement der Kanzlerin und auch des Finanzministers ist gescheitert und der Widerstand europaweit gegen diese Politik wächst. Zweites Thema: Länderfinanzausgleich. Die Bundesländer Bayern und Hessen hatten bereits im Februar angekündigt, ihre Klage einzureichen. Ich habe bereits damals darauf hingewiesen, dass das ein sehr durchsichtiges Wahlkampfmanöver ist. Nun ist aus der Ankündigung ein Fakt geworden, ein Fakt, der eine vernünftige und sachliche Debatte um die Neuordnung des Länderfinanzausgleiches schwieriger macht. Und ein Fakt, der die Solidarität zwischen den Bundesländern aufkündigt. Ich will darauf hinweisen, dass die Ministerpräsidenten aller Bundesländer in der Föderalismuskommission sich darauf geeinigt hatten, den Länderfinanzausgleich bis 2019 nicht anzugreifen. Dies war im Übrigen auch die Voraussetzung dafür, dass es in der gleichen Runde auch eine Zustimmung zur Schuldenbremse gab. Dieses Wort ist mit der Klage gebrochen worden. Eine solidarische gemeinsame Neuregelung mit einer Klage im Rücken scheint wenig aussichtsreich. Trotzdem muss der Versuch dafür unternommen werden. Und an die Adresse der beiden Bundesländer noch einmal: statt Zwietracht zu sehen, brauchen wir eine neue Föderalismuskommission, die die Finanzbeziehung zwischen dem Bund und den Ländern für die Zeit nach 2019 neu regelt. Solidarität, Verlässlichkeit und Vertragstreue dürfen nicht auf dem Altar wahltaktischer Eitelkeiten geopfert werden. Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière hat sich geäußert und glaubt, dass sich das Verhältnis der Deutschen zum Krieg 20 Jahre nach Beginn des Balkaneinsatzes der Bundeswehr normalisiert habe. Er sagt, die Mentalität der Deutschen hat sich, was den Einsatz militärischer Gewalt angeht, verändert, und führt weiter aus: die emotionale Nähe zwischen Bevölkerung und Soldaten müsse befördert werden, und sagt, zur Außen- und Sicherheitspolitik eines vereinten Deutschlands muss gehören, dass wir Begriffe wie Krieg, Veteranen, Gefallene normal verwenden. Dazu will ich sehr deutlich sagen: die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland lehnt Kriegseinsätze ab. Die Einschätzung von de Maizière ist falsch.
Die Misere steht auch damit wiederum für eine weitere Militarisierung der Außenpolitik. 6.600 Soldaten und anderes Personal sind bereits in Einsätzen weltweit unterwegs. Keines der bei den jeweiligen Einsätzen verkündeten Ziele ist erreicht worden. Es ging immer und es geht zuallererst um geostrategische Ziele und nicht um die Bekämpfung von Terrorismus oder die Unterstützung von Demokratiebewegungen. Und es geht natürlich auch um Rüstungsexporte und das Geschäft mit dem Krieg. Die Linke lehnt diese Politik nach wie vor konsequent ab. Und viertens zu den Landratswahlen in Teltow-Fleming. Gestern ist der erste Wahlgang absolviert worden. Die linke Kandidatin Cornelia Wählan hat im ersten Wahlgang 36,7% erzielt und damit den ersten Platz. Ich will ihr sehr herzlich gratulieren für dieses hervorragende Ergebnis. Und es versteht sich von selbst, dass der Kreisverband, der Landesverband Brandenburg und die Bundespartei gemeinsam mit aller Kraft in die Stichwahlen am 14. April gehen werden, damit wir die nächste rote Landrätin feiern können. Herzlichen Dank.